Sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zum Science Talk begrüßen. Mein Name ist Anja Lurson und ich werde Ihnen zu Beginn der Veranstaltung ein paar Hinweise, ein paar technische Hinweise geben, die es für Sie einfacher macht, der Veranstaltung zu folgen. Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv an der Veranstaltung beteiligen. Es gibt über Webex die Funktion Fragen und Antworten, die Sie rechts unten in Ihrem Bildschirm sehen. Darüber können Sie Fragen stellen und an der Diskussion teilnehmen. Bitte wählen Sie alle Diskussionsteilnehmer aus, damit wir die Fragen auch sehen und beantworten können. Ich werde später Ihr Sprachrohr sein und die Fragen an die Diskutanten weiterleiten. Für ein angenehmeres Bild sollten Sie auf die Ansicht umstellen, aktiver Sprecher und Miniaturbild. Das können Sie, indem Sie die Maus bewegen, dann erscheint oben rechts nochmal ein kleiner Kreis. Da gibt es drei Auswahlmöglichkeiten für die Ansichtsart. Suchen Sie sich die beste Ansichtsart für Sie aus. Abschließend noch, der Science Talk wird aufgezeichnet und nun gebe ich ab an Ministerin Bauer. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, lieber Professor Bourguignon. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu unserem Science Talk. Wir haben diese Reihe, dieses Format ins Leben gerufen, weil wir Corona zum Trotz über wichtige wissenschaftspolitische Fragen im Gespräch bleiben wollen und deswegen im digitalen Format Themen von großer Brisanz und Aktualität diskutieren. Wir haben damit angefangen, etwa über Gesundheitsforschung zu diskutieren oder KI oder die Frage in diesen Zeiten ja besonders dringlich, wie ist das Verhältnis zwischen der Wissenschaft und der Politik, die unterschiedlichen Logiken, den unterschiedlichen Eigensinn sozusagen, das unterschiedliche Tempo und Zeitläufe, die beide Welten haben, aber die doch eben ja eng aufeinander angewiesen sind. In einer besonderen Weise haben wir das ja in diesen Pandemiezeiten ja erfahren dürfen. Also heute, das ist der dritte Science Talk. Heute soll es um Europa und die Wissenschaft gehen. Ich freue mich deswegen ganz besonders, dass es geklappt hat, mit Ihnen, Herr Professor Bourguignon, zu sprechen, mit Ihnen in einer besonderen Weise zu reden über die Rolle der Grundlagenforschung für die Zukunft Europas. Bei der Gelegenheit begrüße ich auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier über Webex zugeschaltet sind zu uns. Und ist ja eben schon erklärt worden, Sie sind herzlich eingeladen und aufgefordert, uns die Fragen zuzuschicken, die dann später in die Diskussion einbezogen werden. Ich gehe mal davon aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir uns alle einig sind, dass Forschung und Innovation Investitionen in unsere Zukunft sind, in unsere gemeinsame europäische Zukunft, gerade in Europa, wo wir knapp sind an natürlichen Ressourcen und wo unsere Wirtschaftskraft eben abhängig ist davon und angewiesen ist auf Bildung und Technologie. Und wir wissen sehr genau, und in vielen Sonntagsreden kommt es als Textbaustein hervor, die Konkurrenz global gesehen schläft nicht. Und wenn wir in Europa standhalten wollen und auch mithalten wollen mit der Dynamik, die wir in Asien erleben, aber auch in den USA, dann müssen wir in Europa mutig sein und wir müssen stärker in unsere Zukunft investieren. Sonst kann es schon sein, dass wir das Rennen verlieren um die großen Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz oder auch Quantenwissenschaften. Und muss schon sagen, als die europäischen Regierungschefs im Juli diesen Jahres ihre Budgetentscheidungen getroffen haben, haben sie dieses Thema leider nicht zur Priorität erklärt. Es geht ja um insgesamt 76 Milliarden Euro, die für Horizont Europa vorgesehen sind. Davon etwas mehr als 13 Milliarden für den ERC, also rund 17%. Auch im laufenden Forschungsprogramm erhält der ERC knapp 13 Milliarden Euro. Würde also bedeuten, fürs nächste Forschungsrahmenprogramm würde das Budget damit stagnieren. Für Horizont Europa ist ja noch eine zusätzliche Komponente vorgesehen von 5 Milliarden auf dem Wiederaufbaufonds Next Generation EU. Aber diese 5 Milliarden sind eben gebunden an den direkten Bezug zum Thema Pandemie. Und deswegen sind sie nicht zugänglich, so wie ich das verstehe, dem ERC, der ja themenoffen angelegt ist. Und deswegen, lieber Herr Bourguignon, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lassen Sie mich das ganz deutlich sagen. Diese Entscheidung halte ich für falsch. Und es ist ja noch nicht zu spät. Wir haben deswegen auch eine Initiative ergriffen. Zusammen mit anderen Bundesländern haben wir eine Bundesratsstellungnahme beantragt.
mit verschiedenen Ländern, indem wir gemeinsam die Bedeutung der Wissenschaft für Europa unterstreichen und ein höheres Budget für Horizont Europa fordern. Warum halte ich das für nötig? Vielleicht ganz simpel. Wir haben in Baden-Württemberg gute Erfahrungen gemacht und große Erfolge in unserem Land vorzuweisen, weil wir dauerhaft auf gute Wissenschaftsförderung setzen. Wir haben einen besonders hohen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Schon im Jahr 2017 hatten wir einen Anteil von 5,6% F&E am Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein internationaler Spitzenwert. Der Bundesdurchschnitt ist ja bei knapp 3%, der EU-Durchschnitt bei 2,1%, die USA 2,8%. Und wir wissen, was das wert ist. Ich glaube auch, dass die Ergebnisse uns ein Stück weit recht geben, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass wir über 300 ERC-Grantees haben, die sich für baden-württembergische Hochschulen als Gasteinrichtungen entschieden haben. Oder wenn man sich den Anteil der Patente anschaut, deutschlandweit, die aus Baden-Württemberg kommen, da sind wir bei rund einem Drittel, und zwar dauerhaft. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Erfolge nur feiern können, weil wir auf Kontinuität und kontinuierlich exzellente Grundlagenforschung setzen, weil sie die Basis sind für eine erfolgreiche Innovationspolitik. Und deswegen, lassen Sie mich nochmal wiederholen, ich bin mir sicher, wir haben Innovationen in Europa dringend nötig. Wir sind darauf angewiesen, dass wir nicht nachlassen, dass wir Treiber sind und Gestalter in den Transformationen, die sich weltweit abspielen in Sachen Digitalisierung oder auch nehmen wir die Automobilität. Wir wissen, wie dringlich und wie gewaltig die Menschheitsaufgaben, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen sind, allen voran der Klimawandel. Und wir wissen, dass wir darauf nicht nur reagieren dürfen, sondern dass wir aktiv gestalten und unsere Antworten geben müssen, wenn wir eben nicht in Entwicklungen hinterherlaufen und die Folgen ausbaden, sondern vorwegschauend rechtzeitig uns auf das Neue einstellen wollen. Ein weiteres, ich glaube, die Pandemie hat uns sehr deutlich gemacht, dass jenseits dieser Transformationsthemen wir eine Aufgabe haben, darin uns insgesamt breiter aufzustellen, in dem Sinne, dass wir unsere Autonomie ausweiten, unsere Fähigkeit, eigenständig zu agieren, auch unsere Unabhängigkeit, dass wir damit auch Wissenschaft den Spielraum und die Zeit geben müssen, uns dabei zu helfen, eine solche breite Aufstellung zu erreichen. Um mit dem Wort zu sprechen, was ja nicht ohne Grund gerade große Karriere macht, um Europa resilient zu machen, widerstandsfähig, anpassungsfähig, handlungsfähig in eigener Souveränität. Dafür brauchen wir Wissenschaft. Und was mich ein bisschen verblüfft, ist ja, ich habe den Eindruck, die Kommission, die EU-Kommission, belegt die richtigen Stichworte und sie nimmt die richtigen Ideen in den Blick. Sie redet von nachhaltigem Aufschwung, sie redet vom European Green Deal, völlig zu Recht. Sie redet von der Herausforderung Digitalisierung, sie will die strategische Autonomie in den verschiedenen Bereichen stärken, fokussiert natürlich dabei auch auf das Thema Gesundheitsrisiken. Das ist alles hervorragend und ich unterstütze das mit Nachdruck, aber das gelingt natürlich nur dann, wenn da auch ein entsprechendes finanzielles Commitment folgt und damit verbunden ist, damit wir da nicht im Reich der frommen Wünsche hängen bleiben. Und das ist meine Sorge. Wenn wir Zeit verlieren, dann werden wir keine besseren Antworten auf den Klimawandel finden und wir werden auch in Sachen Eigenständigkeit eben an Boden verlieren. Jetzt haben wir zurzeit die deutsche Ratspräsidentschaft und finde ich auch da schöne und gute, richtige Ansagen, den europäischen Forschungsraum zu stärken, sozusagen den Wissenschaftsbinnenmarkt zu stärken. Ich finde das die richtige Idee, aber eben auch da. Diese Idee muss unterlegt werden mit Taten und mit strategischen, mutigen Entscheidungen. Ich bin überzeugt davon, dass die Bereitschaft in diese Fragen der Wissenschaft und Innovation nachhaltig zu investieren und daran diese Marke Europas auszubauen, dass das der Kit ist, den Europa braucht für seine Zukunft. Auf dieser Basis werden wir Zusammenhalt und Zukunft Europas stärken und seine Zukunftsfähigkeit verbessern können.
Und das, finde ich, sollte uns wirklich etwas wert sein. In diesem Sinne nochmal, Herr Professor Bourguignon, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen in dieser wichtigen Funktion und Verantwortung, die Sie wahrnehmen. Sie sind ein langjähriger Kämpfer für den ERC und auch für die Bedeutung von Forschung und Grundlagenforschung in Europa. Ich freue mich auf Ihre Worte und Ihren Input zur aktuellen Situation, auch vor dem Hintergrund vielleicht der neuen Herausforderung mit Corona und der Pandemiebekämpfung. Wie würden Sie die Bedeutung der Grundlagenforschung in der aktuellen Situation einschätzen? Herzlichen Dank für die Zeit und freue mich auf Ihr Statement. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es ist auch für mich ein Vergnügen, doch mit Ihnen zu sprechen. Und insbesondere, ich weiß, dass Sie für sehr lange Zeit die Unterstützung der Forschung in Ihrem Land und auch im ganzen Deutschland sehr stark verteidigt haben. So deswegen, ich weiß, dass, was Sie gesagt haben, ist nicht nur Worte, aber auch Aktionen, so, das ist ganz wichtig. Wie Sie wissen, die Lage ist besonders. Natürlich gibt es die Pandemie und vielleicht müssen wir doch einige Lektionen aus der Pandemie lernen. Erstens, aber zweitens natürlich ist diese besondere Zeit, weil ganz am Ende dieses Jahres und am Anfang des nächsten Jahres wird doch ein neues Rahmenprogramm anfangen. Und deswegen ein Programm dort zum Ende kommen, das heißt Horizont 2020. Und vielleicht meine ersten Worte werden doch über die Wichtigkeit über die Rolle von Grundlagenforschung. Das ist etwas, das ist immer ein bisschen kompliziert ist, weil die Schwierigkeit mit Grundlagenforschung ist natürlich, dass es ist immer schwierig zu wissen, genau wann die Grundlagenforschung kritisch wird. Und natürlich, das macht für Leute, die sehr ungeduldig sind, die Grundlagenforschung nicht so leicht zu unterstützen. Aber das ist doch so, wenn man mit der Pandemie doch diese Frage anguckt, man sieht, dass in Wochen es war möglich, direkt in China schon die Struktur des Virus zu erkennen und die Tests zu organisieren. Und das würde natürlich nie möglich, wenn unsere Kenntnis der Viren nicht zur Verfügung stand. Und natürlich, das war nicht, weil die Leute waren doch sicher, es würde eine Pandemie geben. Das war nur, dass Leute wollten verstehen, wie diese Viren und alle diese ganz kleine Strukturen doch für die Menschheit, aber auch für Tiere ganz wichtig sind. Und das wurde seit 10 von Jahren untersucht. Und diese Untersuchung, das war, weil Leute sehr neugierig waren und wollten verstehen. Und für mich, das ist etwas, was ich immer wiederhole. Das heißt, ohne richtiges Verstehen, es ist unmöglich, eine richtige Lösung für Probleme zu finden. Und deswegen ist dieser Grund für Grundlagenforschung doch hier. Ein zweiter Grund ist ein bisschen anders. Das hat zu tun mit Leuten. Das heißt, welche sind diese Leute, die diese Grundlagenforschung als Beruf haben? Ich meine, die Pandemie zeigte, dass die Flexibilität und die Fähigkeit dieser Forscher und Forscherinnen etwas anders zu tun, wenn es dringend war, war wunderbar. Und aber sie brauchten doch, dass die Strukturen, in denen sie arbeiteten, müssen doch die Leute erlauben. Im Fall von ERC, das war ganz unmittelbar zu den ERC-Grantees gesagt, wenn sie da eine Möglichkeit sehen, ihr Projekt ein bisschen zu ändern, so dass vielleicht er mehr und schneller
etwas Neues, das für die Pandemie interessant sein kann. Vielleicht müssen Sie doch zu uns kommen mit einem Vorschlag für eine Änderung Ihres Projekts. So, das ist die Flexibilität und das ist natürlich, das hängt von Leuten ab, aber das hängt auch von Strukturen ab. Und das ist deswegen ganz wichtig, dass die Strukturen auch etwas Flexibilität zeigen. Ich muss sagen, dass eine der französischen Strukturen, ich werde Ihnen nicht die sagen, machte das völlig falsch und sagte, nein, nein, Sie werden nur erlaubt werden, wenn Sie mehr Geld finden. Und diese Antwort ist dumm. Ich meine, man muss doch die Initiative der Leute immer ganz ernst nehmen. Und wenn die Leute sehen, dass sie doch die Möglichkeit haben, etwas Neues zu bringen in diesen besonderen Zeiten, man muss doch die Leute erlauben. Das ist kritisch. Und so, das war mein erster Kommentar über Grundlageforschung für natürlich für in diesem Kontext der Pandemie. Aber an etwas anderes ist natürlich, dass etwas da auch sehr oft nicht verstanden ist, ist, um irgendeine neue Situation zu verstehen. Man braucht doch die richtigen Konzepte. Und das ist nicht so leicht. Das ist immer so, dass man braucht sehr viel Zeit, um zum Beispiel, wenn man mit der Zeit der Jahrhunderte betrachtet, Mikroben zu verstehen und dann Viren zu verstehen, es dauerte Jahrhunderte, nicht nur Jahre. Und deswegen, man muss immer bereit sein, dass Leute kommen mit neuen Konzepten. Und deswegen ist es ganz wichtig, es gibt diese Freiheit, wo die Leute versuchen, neue Konzepte zu entwickeln. Und deswegen ist es doch ganz wichtig, dass für die Forscher und Forscherinnen diese Freiheit existiert. Und als Mathematiker natürlich sehr oft, Mathematiker sind beschrieben als Leute, die rechnen. Ich rechne fast nie. Aber was Mathematiker machen, ist doch neue Konzepte zu entwickeln. Und natürlich viele andere Wissenschaftler machen das, nicht nur die Mathematiker. Aber ich wollte nur diese, weil das ist etwas, das sehr oft Leute glauben, dass die, um eine besondere Lage zu erklären, man hat nur, ich meine, richtig die Lage zu observieren. Aber das ist nicht richtig. Man macht doch die richtigen Konzepte zur Verfügung zu haben. Und dann kann man über, was man sieht, etwas sagen. So, es gibt diese fast ein Filter. Und wenn der Filter nicht geeignet ist, dann kann man nicht die richtige Antwort oder die richtige Verständnis haben. So, das ist mein zweiter Grund für Grundlageforschung. Grundlageforschung entwickelt neue Konzepte. Und man sah, das war sehr merkwürdig, zum Beispiel für DNA. Niemand hatte keine Ahnung darüber. Und dann plötzlich, das war klar, dass Genomik brauchte eine sehr tiefes Verständnis von DNA. Und wenn es nicht zur Verfügung ist, dann kann man nichts tun. Aber das war völlig neu für die Biologie. Und das bedeutet, Biologie brauchte neue Zeuge. Die Leute brauchten auch vielleicht andere Fächer zu lernen, um Biolog zu werden. Dasselbe in der Physik. In der Physik zum Beispiel, Quantumphysik war ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts etwas sehr nur für ganz spitze Forschung, ich würde Esoterik. Und nur um ganz sehr, sehr präzise Informationen zu bekommen. Aber heute, man weiß, dass die Anwendungen der Quantenphysik sind überall. Und fast alle unsere Zeuge, die wir benutzen, das heißt Telefon und so weiter,
Das ist klar, das hängt von einem Verständnis, die nur aus der Quantenphysik kommt. Aber niemand hatte keine Ahnung, dass ein solches so komplizierte Physik würde doch die Basis für Ingenieure. Und heute natürlich Ingenieure zu trainieren, ohne Quantumphysik zu kennen, das wäre völlig falsch. Und natürlich alle guten Schulen wissen das. Und deswegen etwas, das früher war nur sehr Grundlage Forschung, ist heute wieder völlig in der Technologie eingebettet. Und so, das sind diese verschiedenen Weise, in denen ich meine, Grundlage Forschung alles strukturiert. Aber natürlich, das ist nicht genug. An einer Zeit kommt die Frage, wie macht man von diesen Kenntnissen doch Produkte? Wie macht man doch neue Zeuge, die für alle Leute doch nützlich werden? Und natürlich, wir sehen das mit dem Telefon. Niemand hätte gedacht, das Telefon würde so in unserem Hände so leicht sein und so überall zur Verfügung stehen und so weiter. Aber es war möglich und dann Industrieleute machten das doch eine wunderbare Macht. Und das bedeutet, die Anzahl der Leute, die das benutzen, ist nicht nur Tausende, aber Milliarden von Leuten. Und das bekommt eine ganz kritische Macht, wo natürlich Europa muss auch sein. So, für mich dann, um ganz genau zu die Frage der Investierung, die, wie Sie schon gesagt haben, wir sind sehr enttäuscht von was vom Gipfel herauskam für Horizont Europa. Ich verstehe es nicht, weil die Ziele, die politisch als richtige Ziele vorgeschlagen wurden, das war über Klimawandel, über künstliche Intelligenz, über bessere Gesundheitsmittel. So alle diese Ziele sind völlig richtig berechtfertigt. Aber dann, um das Kontinuum zwischen Forschung, Innovation und Industrie richtig zu unterstützen, man braucht richtig das als Kontinuum zu betrachten. Und wenn ein Teil davon fehlt, dann alles kaputt geht. Und dann, für die Ziele ist für mich perfekt. Aber wie kann es sein, dass dann die Mittel für das erste Komponent, das heißt Forschung, völlig gekürzt wurden? Und so, ich meine, massiv. Das ist für mich völlig unverständlich. So, ich hoffe, dass es gibt noch ein paar Wochen. Ich sage nicht ein paar Monaten, weil ich weiß, die deutsche Regierung will das sehr, sehr schnell machen. Aber so, wir haben vielleicht noch ein paar Wochen, um diese Situation besser zu machen. Und was ich persönlich als ein Problem sehe, dort zu korrigieren. Und natürlich als Präsident von ERC, das ist nur ein Teil von Horizont Europa, aber ein Teil, wie Sie es genau wissen, für Europa war ein ganz wunderbares Erfolg. Und deswegen für einen solchen Erfolg, man würde erwarten, dass es ist anerkannt, dass viele Leute außer Europa sehen ERC als ein Modell. Und ich weiß das für India, ich weiß das für andere Länder. Und wie kann es sein, dass am europäischen Niveau es nicht evident ist, das ERC zu unterstützen, ist nur zu zeigen, dass wenn Europa erfolgreich macht, das muss doch anerkannt werden. Und deswegen, natürlich mein Streit, das ist mein Job für ERC, ist nicht nur ein Streit für ERC. Das ist ein Streit für die Leute, die mit dem ERC dort sich entwickeln können. Und Sie wissen, dass 2/3 der Mittel von ERC gehen zu Leute unter 40 Jahre, die unter 40 Jahre sind. Und das bedeutet, dass für
so dass, wenn man richtig versteht, dass für die Zukunft Europa, es ist völlig kritisch, dass die nächste Generation sehe, dass sie in Europa eine Zukunft hat. Denn das ist ganz wichtig, sehen, dass alle diese Leute, die ganz gute Initiative haben, müssen sehr klar sehen, dass das ist verstanden und dass die Mittel, so dass sie sich entwickeln, richtig zur Verfügung stehen. So, ich werde nicht mit Zahlen zu viel sprechen. Natürlich, ich habe diese Zahlen völlig im Kopf, wie sie erwarten. Das ist mein Job. Aber das war für mich etwas, das ich richtig nicht verstehen konnte. Das heißt, was für mich evident ist, konnte nicht evident sein. Und dass es gibt keine richtige, insbesondere mächtige Innovation ohne Grundlage Forschung und auch angewandte Forschung natürlich. Aber heute ist es schwieriger und schwieriger, den Unterschied zwischen Grundlageforschung und angewandte Forschung zu machen. Und es ist, wir sehen das mit ERC auch. Die Leute, die von ERC unterstützt werden, das ist etwas, das sich nicht so bekannt ist. Die ERC hat 24% der Patent Filing für alle Leute, die von der Kommission unterstützt werden. Und der Anteil des Budgets ist nur 17%. Das zeigt, dass, und das ist alles zur Initiative der Forscher und Forscherinnen. Wir verlangen nie, dass sie doch Patent-File machen. Das ist doch, aber sie machen es. Das ist für diese Leute evident, dass um ihre Projekte zu einer vollständigen Entwicklung machen wollen, sie müssen auch diese Richtung betrachten. Und das war der Grund, warum der Wissenschaftliche Rat von ERC auch zur Verfügung stellte das Programm Proof of Concept. Das bedeutet ein kleines, etwas mehr Geld für die Leute, die ERC-Grantees, die sehen die Möglichkeit, ihr Projekt etwas näher zum Markt oder etwas näher zu der Gesellschaft Benutzung, und so dass sie diesen neuen Weg für das Projekt doch entwickeln können. Und vielleicht, das ist nicht so wohl bekannt, dass mehr als 10% der ESC-Grantees das selbstständig entschieden haben, einen solchen Proof of Concept bekommen. So, das zeigt, dass, wie ich schon sagte, dass ein grober Unterschied zwischen angewandte und Grundlageforschung, dass wir heute nicht den richtigen Weg. Ich glaube, dass das ist doch etwas, das man muss immer erklären, weil einige Leute denken, nein, ich habe ein Problem und ich wollte nur über dieses Problem arbeiten. Aber wir wissen, dass sehr oft die Lösung kommt von etwas anders. Und natürlich, um das richtig zu passieren, braucht man, dass die verschiedenen Leute miteinander sprechen. Man braucht auch, dass alle diese neuen Kenntnisse zur Verfügung stehen. Und es gibt auch strukturell vielleicht mehr Möglichkeiten für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen miteinander zu sprechen. Und vielleicht, das bedeutet auch vielleicht der Druck über den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen muss vielleicht nicht so groß sein, dass sie doch die Zeit haben, um miteinander zu sprechen. Vielleicht ist es schon Zeit für mich, zum Ende zu kommen. Natürlich bin ich bereit, über mehr präzise Fragen mit dem Geld und mit Horizont Europa zu sprechen. Aber nochmal vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihr Interesse, Ihre Einladung und Ihre wunderbare Unterstützung. Vielen Dank,
für diesen guten Input und interessanten. Jetzt hätte ich irgendwie eine ganze Stange an Fragen, werde es aber reduzieren. Also erstens, ich stimme mit Ihnen völlig überein, dass wir mal diese Trennung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung und Praxis nicht zu groß machen sollten, weil wir diese Grenzen, die sich da verschwimmen, eigentlich in vielen Feldern erkennen können. Und ich bin überzeugt davon, die richtig guten Erfolgsbedingungen für Innovation sind da, wo alles zusammenkommt, wo die Komponenten, die Disziplinen zusammenkommen, aber auch die Grundlagenforschung neben der Anwendungsorientierung, neben dem Startup, alle miteinander und beieinander sind, miteinander ins Gespräch kommen und auf gute neue Ideen kommen. Also diese Ökosysteme zu fördern, da wo man eben nicht die Welten sauber getrennt hält, sondern möglichst nah aneinander heranführt, sind die guten Orte für die unvorhergesehenen Durchbrüche, die wir hier brauchen. Ich hätte jetzt aber noch eine Frage an Sie, konkret für den Fall, dass das Budget stagniert. Wie schätzen Sie das ein, die Antragslage, die Zahl der Antragsteller, wie sie sich in letzter Zeit entwickelt hat? Was bedeutet das auch für die Erfolgsaussichten von denen, die Anträge stellen, wenn wir nicht mehr Ressourcen ins System bekommen? Ja, Sie wissen, zurzeit Erfolgsquote für den ESC ist ungefähr 12%. Die ist schon sehr, sehr gering. Und wir wissen, dass wenn der Erfolgsquote doch heruntergeht, unter 10%, dass einige der besten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denn dann entscheiden, nicht mehr einen Antrag zu stellen, weil sie finden, dass sie so, das Risiko ist so groß und die Arbeit, um die intellektuelle Arbeit, um einen Antrag zu stellen, ist doch zu viel. Und so deswegen, wir wissen, dass wir müssen noch diese der Erfolgsquote doch groß genug haben. Und eine gute, wir wissen, es gibt schon ganz gute, exzellente Projekte, die wir heute nicht finanzieren können, weil wir doch nicht genug, heute schon nicht genug Geld haben. Und deswegen, wir hofften, dass für Horizont Europa das Budget doch für den ERC, ich spreche nur für den ERC, natürlich für andere Komponente, vielleicht dasselbe ist auch richtig, aber für den ERC, wir hofften, dass vielleicht wir das Budget doch größer werden, so dass heute ungefähr pro Jahr etwa 30-40% der exzellenten Projekte, wenn man mit der Zahl der Projekte, die wir finanzieren, nicht finanziert werden können. Und das ist viel. Für Deutschland zum Beispiel in den letzten Jahren, das war ungefähr 600 Projekte, die nicht unterstützt werden können. Nur weil wir nicht genug Geld hatten. Und wir wissen für diese Projekte, sie würden von unseren Evaluatoren, die sehr, sehr schwierig sind, dass diese Projekte waren absolut exzellent. So, wir wissen, dass wir doch mehr Geld bekommen, das Niveau der Projekte, die wir unterstützen, nicht heruntergeht. Und natürlich für uns Qualität ist absolut wichtig. Wir verlangen nicht Geld nur für Geld zu haben. Wir verlangen mehr Budget, weil wir wissen und wir sind absolut sicher, dass wenn wir doch mehr Projekte unterstützen, diese Projekte werden wieder ganz exzellente Projekte. So, und natürlich, man weiß nie, wie viele Leute sich bewerben. Und zum Beispiel für das letzte Programm von Horizon 2020, die am Ende August zum Schluss kam, für die sogenannte Advanced Grants. Und plötzlich, wir hatten 42% mehr Leute, die sich beworben haben. So, das bedeutet, dieses Jahr, weil wir erwarteten nicht, dass so viel mehr an Anträge kommen würden. Das bedeutet, dieses Jahr für Advanced Grants, der Erfolgsquote wird vielleicht ungefähr 8% sein. Und wir wissen, das ist nicht gut.
Das ist nicht was, weil wir wissen, dass wenn es zu viel heruntergeht, es hat auch einen Einfluss über die Qualität, weil die besten Leute nicht mehr entscheiden sich nicht mehr zu bewerben. So, deswegen ist es kritisch, dass wir können sagen, nein, wir bleiben in diesem, ich würde sagen, sichere Zone, wo die Erfolgsquote doch etwas besser als wir heute haben und sicher über 10%. Und unser Ziel war, am wenigsten 15% Erfolgsquote zu haben. Würden Sie uns noch schnell was erläutern, der Zusammenhang zum Brexit? Ich meine, mit Vereinigten Königreich scheidet ja auch das bislang erfolgreichste Land aus. Also, wie wirkt sich dieses Ausscheiden auf die Spielräume und die Erfolgsaussichten derer aus, die hier bleiben, die dabei bleiben? Wird der Kuchen nicht einfach auf weniger verteilt? Zwei Punkte darüber. Erstens, das ist nicht richtig, dass Großbritannien das Land, das ist richtig, das Land wie die größte Zahl der ERC Grants hat, aber nicht in Erfolgsquote ist Deutschland besser als Großbritannien und dass der Staat, der europäische Staat, der am erfolgreichsten ist, ist Niederlanden. Und aber natürlich die heute alle Zahlen, die von der Kommission betrachtet werden, sind immer Zahlen, die das Budget für 27 Länder ist. So, wenn man heute vergleicht, man vergleicht mit einer Situation, wo Großbritannien schon weg ist, weggenommen ist. Und deswegen, wir können nicht erwarten, dass im Fall Großbritannien nicht mehr als assoziiertes Land ist, dass mit dem Geld, die wir zurzeit würde bedeuten, eine Stagnation, das würde nicht bedeuten, dass plötzlich es gibt mehr Raum für andere Leute, weil schon wie alles bezahlt wird, ist natürlich ohne Großbritanniens Geld. Natürlich, wir offen alle Wissenschaftler offen das, dass die Entscheidung wird doch, dass Großbritannien bleibt als assoziiertes Land, aber dann, das würde bedeuten, dann Großbritannien muss bezahlen genau was es bekommt. Und natürlich, das ist vielleicht so politisch, das ist komplizierter, weil das würde nur für ERC zum Beispiel, das bedeutet ungefähr 400 Millionen Euro pro Jahr. Und wird die britische Regierung bereit sein, einen Scheck für 400 Millionen Euro zu unterzeichnen? Ohne irgendeine Kontrolle über die Entscheidung. Ich weiß nicht. Ich hoffe, weil ich glaube, das würde besser für beide, Großbritannien und Europa. Aber natürlich, das ist etwas, worüber wir noch nicht richtige Informationen haben. Natürlich, Wissenschaft und Forschung wird doch an der Thema, die doch diskutiert wird, einer der Themen, die diskutiert werden. Aber die Entscheidung ist noch nicht klar. Und Sie wissen, in den letzten Wochen, das war nicht wunderbar positiv. So, wir müssen warten. Ich würde sagen, dass es wäre eine ganz schlechte Nachricht, wenn am Ende Großbritannien nicht mehr assoziiert ist und wir als Wissenschaftler und als Organisation alles gemacht haben, wie möglich, um richtig zu erklären, warum es schlimm ist für Großbritannien und für Europa, für beide Seiten. Ich bin dabei. Ich glaube, wir müssen alle Signale senden, dass wir Großbritannien als Partner der Wissenschaft nicht verlieren wollen. Ich glaube, dass das die Wissenschaftler in Großbritannien ganz genauso sehen wie im Rest Europas auch. Jetzt werden wir sehen, welche Bereitschaft es gibt, der Regierung, diese Brücke zu bauen.
Jetzt haben wir schon viel untereinander geredet, aber wir haben ja den Teilnehmerinnen und Teilnehmern versprochen, sie können auch Fragen einreichen. Deswegen an Frau Lueson die Frage, ob da etwas eingegangen ist. Ja, ich kann gleich mal auf die Diskussion, die wir die ganze Zeit hatten, eine Frage reinschicken zu Grundlagenforschung und Innovationsförderung. Vielleicht zuerst an Herrn Bourguignon. Sie sagen, Sie ziehen da an einem Strang. Die Frage wäre jetzt, haben Sie die Unterstützung auch in der Kommission und im EP, beide Seiten nach vorne zu bringen? Also die grundsätzliche Frage, diese Innovationsförderung von Anfang bis Ende, oder gibt es dort Präferenzen in der Kommission oder im EP Richtung Innovation oder Richtung Grundlage? Oder haben Sie den Eindruck, dass es, wie Sie das sehen, auch dort gesehen wird? Das wäre die erste Frage. Ich habe sie ein bisschen breiter gestellt. Das ist eine ganz gute Frage. Und warum ist das eine gute Frage? Weil das Signal, das wir haben, ist natürlich die Struktur des Programms Horizont Europa. Und natürlich im Jahr 2018 hatte die Kommission einen Vorschlag gemacht. Sie wissen, das Geld für das Budget für diesen Vorschlag war noch nicht von den Ländern und vom Parlament akzeptiert. Aber die Struktur des Programms war, ich würde sagen, ziemlich klar. Zum Beispiel für ESC im Horizont 2020, der Anteil ist 17,6%. Und was wurde von der Kommission im Jahr 2018 vorgeschlagen? Das würde ein Anteil von 17,64. So eine kleine Verbesserung für den Anteil für ESC. Ich weiß, dass für Marie-Stodowska-Curie-Aktien das war ein bisschen anders, weil der Anteil für sogenannte Marie-Stodowska-Curie-Aktionen war ein bisschen heruntergebracht. Aber die Struktur von Horizont Europa hatte drei Säulen. Die sogenannte erste Säule war sogenannte exzellente Wissenschaft. Und dann zweite Säule war mehr über Wettbewerb und sehr viele verschiedene Sachen zusammen, die insbesondere auch schon mehr Industrie und Forschung zusammenbrachten. Und dann, es gibt eine dritte Säule, sogenannte Innovationssäule, mit insbesondere ein neues Instrument, sogenannte EIC, European Innovation Council. Das wurde ungefähr eine Kopie von ERC für Innovation. Und das wurde die Idee vom Kommissar Moedas, das zu schaffen. Und so, das war, was wir wissen. Das war, Sie fragten, was ist dort die Position der Kommission? Das war genau, was die Kommission dort an dieser Zeit vorgeschlagen hatte. Und ich würde sagen, dass das Balance war ziemlich nicht so viel geändert, wenn man mit Horizont 2020 vergleicht. Vielleicht kann man doch sagen, dass der Anteil für Innovation war ein bisschen größer, aber der Anteil für exzellente Wissenschaft war ungefähr gleich. Was für uns sehr Sorge macht, ist natürlich, wenn man kommt zu der heutigen Lage, das heißt, was aus dem Gipfel kam. Man sah, dass während des Gipfels, was passierte, war erstens, dass das Budget für Horizont Europa, das richtige Budget, würde mit 4 Milliarden Euro abgekürzt. Und dazu, was besonders vom sogenannten Recovery Plan für Horizont Europa kommen sollte, vor dem Gipfel, das war 13,5 Milliarden Euro, und nach dem Gipfel nun 5. So, die vollständige Abkürzung war zusammen 13,5 Milliarden weg vom Horizont Europa im Budget und im Recovery Plan. Und das ist sehr viel. Das ist mehr als 15% Abkürzung nur in einer Sitzung. Und das ist für mich, ich kann es nicht verstehen. Wie kann es sein? Und dann plötzlich, das bedeutete auch, die erste Säule, das heißt exzellente Wissenschaft, dass auch der Anteil würde ungefähr, wenn man zusammen das richtige Budget und auch
das die Recovery Plan zusammenbringt, das würde bedeuten, der Anteil geht ungefähr 25%. Und das war fast immer ein Drittel. So sehr viele, der Einfluss diesen Vorschlag ist doch sehr negativ für exzellente Forschung. Und der Grund dafür ist natürlich, dass der Säule 1 hat doch keinen Zugang zu Recovery Plan. Und ich kann verstehen, warum. Aber dann müsste das Budget von Horizont Europa nicht abgekürzt werden. Ich weiß nicht, ob Frau Bauer vielleicht noch was dazu sagen möchte. Wenn nicht, würde ich die nächste Frage einreichen. Nächste Frage. Okay. Nutzungsfrage. Es ist ja immer die große Diskussion mit den EU-13-Staaten und die Frage, wir schneiden nicht so gut bei Horizon ab und deswegen müsste man die EU-13 da stärker einbinden. Wie sehen Sie da die Unterstützung für ein höheres Budget, also das Einsetzen auch im Parlament von dieser Seite? Das ist die Frage aus dem Publikum. Ja, ich meine, diese Frage für EU-13-Länder ist doch völlig eine kritische Frage und deswegen muss man diese Frage richtig beantworten. Meine Antwort ist immer, hat drei Komponenten. Das erste Komponent ist natürlich, dass man sollte nicht die Lage von verschiedenen Ländern als uniform betrachten. Das ist nicht richtig. Und man sieht das, weil einige Länder schon richtige Maßnahmen genommen haben und dann man sah doch merkwürdige Fortschritte gemacht. Ein gutes Beispiel ist Slowenien. Slowenien ist nicht ein großes Land, aber in ein paar Jahren mit richtiger Organisation, Slowenien ist heute ein Land, der beim ERC richtig erfolgreich ist. Und am Anfang, ich erinnere mich, wenn ich im 2018 als Präsident anfing, die Presse in Slowenien sagte, nein, ERC ist gegen Slowenien. Heute, sie sagen das nicht mehr. Das ist ganz das Gegenteil. Sie finden ERC wunderbar. Und zum Beispiel was ich im ITRE-Komitee sagte, wurde von der Ministerin dort verbreitet. So, sie sagte, sie war sehr zufrieden, wie es ich sagte. So, es zeigt, dass diese Lage ist doch, kann doch sich ändern. Zweiter Punkt ist noch etwas anders. Das hat zu tun, dass ein Teil der Probleme für EU-13-Länder ist natürlich, wie viel Geld für Forschung in diesen Ländern doch gegeben wird. Und wir sehen mit dem ERC, dass wenn man vergleicht, wie viel ERC-Grants zu einem Land kommen und wie viel Geld für Forschung doch benutzt wird, die Korrelation ist extrem stark. Und deswegen, es bedeutet, dass einige der Länder, die nicht viel Geld für Forschung widmen, das ist doch keine Überraschung, dass am Ende, das macht einen Unterschied. Nicht so viel mit den Leuten. Die Leute kann ganz gute Leute sein. Aber das bedeutet insbesondere, die Zugang zu guten Infrastrukturen ist schwieriger. Und auch vielleicht, das kann sehr wichtig sein, die Möglichkeit für jüngere Leute doch internationale Kontakte zu haben, ist nicht dasselbe. Und deswegen mein dritter Punkt ist doch, es wurde doch anerkannt in Horizont Europa, dass die sogenannte, das ist keine Säule, ich sprach von drei Säulen, aber es gibt auch eine Basis und die Basis für die sogenannte Verbreitung von Exzellenz und wurde mehr als fast dreimal größer gemacht. Und das ist alle Programme, die sollen für typisch EU-13-Länder, mehr Möglichkeit geben, um guten Leute anzulocken, um gute Infrastrukturen zu entwickeln und so weiter.
Mein Punkt darüber ist, dass es ist ganz wichtig, dass auch für diese Mittel die Entscheidung soll in den Händen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sein. Es sollte nicht eine politische Entscheidung sein. Und zu oft wurden solche Entscheidungen, weil sie doch mit, ich meine, die regionale Entwicklung und so weiter, zu oft wurden diese Entscheidungen extrem politisch. Für mich, zum Beispiel eine neue Infrastruktur zu bauen, bedeutet, man muss zur selben Zeit nicht nur etwas bauen, aber auch die Leute trainieren. So, es muss doch zusammen mit ein richtiges Programm, um eine nächste Generation von Leuten, die diese Infrastruktur benutzen werden, richtig zu bauen. Und das war nicht immer der Fall, weil, wie ich sagte, zu oft wurden diese zwei Entscheidungen doch in verschiedenen Händen, wenn sie doch müssen, doch sehr eng vorbereitet werden. So, diese Frage ist ganz kritisch. Ich persönlich, wenn ich Präsident wurde, das heißt in meinem vorigen Amt, ich habe viele dieser Länder besucht und mit vielen Ländern gesprochen und verstanden zum Beispiel, dass die Lösung für verschiedene Länder ist nicht, kann sehr besonders sein. Zum Beispiel in einigen Ländern müssen die Leute so viele Stunden unterrichten. Es ist für diese Leute unmöglich, ganze Spitzforschung zu machen. Um Spitzforschung zu machen, braucht man doch Zeit. Auch wenn man sehr begabt und sehr engagiert ist, das ist nicht genug. Man braucht auch Zeit und man muss diese Zeit haben. Ich würde jetzt noch eine Frage aus Tübingen von Rektor Engler einwerfen an Sie, Herrn Bourguignon. Er fragt, wie groß ist die Gefahr, dass die ESC-Programme primär für zuvor festgelegte Themenstellungen vorbehalten bleiben, also dass es eine Einengung geben könnte? Oder bleibt es wie bisher bei der offenen Ausschreibung, dass auch durch solche wie Pandemien etc. jetzt nicht vorgefertigte Themen gesetzt werden? Also bleibt der Bottom-up-Ansatz bestehen, so wie bisher? Das ist eine schwierige Frage, weil wir wissen alle, dass das Impact von der Pandemie über der Arbeit der Forscher und Forscherinnen sehr, sehr stark war. Weil für viele Leute, sie hatten doch keine Möglichkeit, zum Labor zu gehen und so weiter. Und einige Experimente müssen doch gestoppt werden und dann man muss alles wieder anfangen und so weiter. Und deswegen am ERC, das wurde sehr klar gemacht, dass es gibt immer die Möglichkeit, ein Projekt etwas länger zu machen. Aber was wir nicht zur Verfügung haben, ist etwas mehr Geld zu den Grantees zu geben. Das haben wir nicht als Möglichkeit. Und wir wissen doch, dass in einigen Fällen die Entscheidung, ein Experiment später zu machen, bedeutet, es wird mehr kosten. Aber das können wir nicht tun. Und ich verstehe, dass einige Leute sind mit einer solchen Antwort unzufrieden. Aber ich würde sagen, dass Sie wissen, dass für die ERC-Projekte sogenannte Host Institution, Host hat doch 25% des Geldes für das Projekt zur Verfügung. So, wir hoffen, dass in diesem Anteil vielleicht kann doch die Infrastruktur, sogenannte Host Institution, etwas davon benutzen, um richtig diese extra Kosten zu bedecken. Aber wir wissen, das ist, es kann problematisch sein. Und natürlich, ich weiß, dass Rektor sprach von Teams. Und ich weiß, dass natürlich, wenn für einige Leute, sie sollten in einer gewissen Zeit weggehen von einem Projekt, weil sie doch etwas anderes anfangen. Und das würde bedeuten, dass vielleicht wird das Team ein bisschen problematisch werden, weil einige der richtigen Leute vielleicht sind weg. Aber das wissen wir. Aber das ist sehr schwierig
am Niveau vom ERC ein solches Problem zu lösen. Weil wir, wie ich schon sagte, eine Verlängerung ist immer möglich, aber diese extra Kosten, das ist kompliziert. Vielen Dank. Ich würde jetzt, wir nähern uns dem Ende. Eine Frage noch an beide Diskutanten stellen. Vielleicht beginnen wir mit Herrn Bourguignon und Frau Bauer kann darauf auch noch reagieren. Und zwar geht es um die Frage von Drittstaaten. Es wird hier am Beispiel der Russischen Föderation die Frage gestellt, wie man im ERC stärker mit diesen Staaten zusammenarbeiten kann. Ich würde es jetzt einfach mal ausweiten und nicht nur auf die Russische Föderation beziehen, sondern nehmen wir alle anderen auch noch dazu, die gerne mitspielen möchten im ERC. Herr Bourguignon, wenn ich Sie zuerst bitten darf und dann Frau Bauer. Ja, zurzeit hat ERC mit 12 Ländern eine besondere Agreement, sogenannte Implementing Arrangement, unterzeichnet. Das bedeutet, von diesen Ländern, von besonderen Agenturen in diesen Ländern, gibt es die Möglichkeit, dass Forscher oder Forscherinnen ERC-Projekte besuchen können. Zurzeit hat Russland keine Interesse gezeigt dafür. Ich hatte diese Frage zweimal zum Präsident der Stiftung, der russischen Stiftung für Wissenschaft, gesagt, nein, er war nicht sehr interessiert. So, dass zurzeit gibt es keine besondere Arrangement mit Russland. Für die Zukunft, für Horizont Europa, und ich werde ganz kurz darüber sein, Sie wissen, dass vielleicht wir die Möglichkeit, ein assoziiertes Land zu sein, zum Horizont Europa, noch breiter sein als heute. Zurzeit, es ist fast immer Länder, die geografisch sehr nah zu Europa sind, die assoziiert sind. Vielleicht wird es ist noch nicht entschieden, die Möglichkeit für, sagen wir, Kanada oder Australien oder Japan oder Südkorea oder Singapur als assoziiertes Land zu sein. Für diese Länder, das ist, und natürlich kommt die Frage mit Großbritannien und für die Schweiz, natürlich. Und natürlich für diese Länder wird, ich meine, ein assoziiertes Land zu werden, würde bedeuten, Sie nehmen an, dass die Kosten doch direkt zu bezahlen. Das wird nicht Geld von den europäischen Taxpayers wird doch dafür benutzt. So, Sie müssen richtig sogenannte Pay-as-you-go-Regel annehmen. Ja, ich möchte nochmal unterstreichen. Ich glaube, dass diese Kooperationsabkommen und die Fähigkeit, über den engen Kreis der EU hinaus weitere Partner hinzuzunehmen, für Wissenschaft elementar ist. Also es handelt sich ja auch meistens um wirklich starke Partner in starken Ländern. Nehmen wir mal die Schweiz, unser Nachbar, unser direkter Nachbar, forschungsstark. Und wir brauchen sie in diesem Forschungsverbund und freuen uns sehr, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Aber eben andere Partner, die Sie eben erwähnten, für die gilt das ja auch. Und wir haben da anfangs über Wettbewerbsfähigkeit Europas geredet. Ich finde, es gehört immer mit dazu, wenn man über Wettbewerbsfähigkeit redet, gerade wenn es um Wissenschaft geht, auch immer über Kooperationsfähigkeit zu sprechen. Denn nur wenn wir zusammenarbeiten mit den richtigen Partnern, kommt am Ende ein wirklich gutes Ergebnis zustande. Und man sollte deswegen mal weniger über Abgrenzung und mehr über die Fähigkeit, mit den richtigen Partnern zusammenzudenken, reden. Und damit wäre man auch ein Stück weit nochmal bei dem Thema der EU 13. Ich meine sehr wohl, dass es wichtig ist, dass wir auch als starke Wissenschaftsländer und Wissenschaftseinrichtungen eine Eigenverantwortung haben, die Partner zu finden, damit die EU 13 Länder erfolgreich und noch erfolgreicher als heute partizipieren können. Es ist unser gemeinsamer Erfolg am Ende, die Erfahrung zu machen und der eigenen Bevölkerung zeigen zu können, dass man mit Wissenschaft besser innovieren kann und besser aufgestellt ist. Wir haben ein Eigeninteresse daran, nicht den größten Teil vom Kuchen abzukriegen, sondern in Europa diese Erfahrung zu verbreitern. Und gerne natürlich auch über Europa hinaus mit den Partnern, die an unseren erfolgreichen Instrumenten partizipieren wollen. Deswegen, ich finde die Konstruktion heute schon gut und es ist gut, wenn sie wächst. Ja, wenn sie wächst, das wird niemand etwas genommen, sondern der Mechanismus wird vergrößert und verbreitert.
Und von daher hoffe ich sehr, dass wir daraus noch mehr machen können in der Zukunft. Jetzt ist unsere Zeit wirklich zu Ende. Und ich möchte deswegen Ihnen, Herr Professor Bourguignon, nochmal herzlich Danke sagen für Ihr Engagement, für Ihre Zeit, die Sie jetzt mitgebracht haben, Ihr Engagement für die Sache. Wir setzen fest auf Sie, wir unterstützen Sie auch aktiv. In der Tat, es ist noch nicht zu spät für das Werben dafür, dass Europa sich dezidierter für Forschung, Entwicklung und auch für Grundlagenforschung aufstellt. Ich möchte auch an die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer appellieren aus der Wissenschaft. Wir haben ja einige, die hier aus verschiedenen Einrichtungen mit zugeschaltet sind. Am Ende, wenn Politik sich nicht dafür entscheidet und entsprechende Prioritäten eben nicht setzt, hat es auch was mit Durchsetzungsmacht bestimmter gesellschaftlicher Sektoren zu tun. Ich gehe fest davon aus, dass Frau Merkel in ihrem, von allem, wie ich sie kenne, wie sie auftritt, von der Bedeutung von Wissenschaft völlig überzeugt ist. Da gar keine Sorge. Aber am Ende trifft man Entscheidungen auch in Abwägung, wie man den Konsens der verschiedenen Akteure herstellt und alle schauen, wie sie sozusagen die Kompromisse, die sie bilden müssen, um durchsetzungsfähig zu sein, bilden. Will heißen, wir brauchen viele, die aktiv eingreifen. Wir brauchen Wissenschaft, die sich einmischt. Wir brauchen Open Petitions und auch andere Formen der Intervention, um für eine starke Aufstellung der Wissenschaft in Europa zu kämpfen. Delegieren Sie das nicht an Politiker auf egal welcher Ebene. Wir müssen zusammen daran arbeiten und ich glaube, wir brauchen auch die Partner aus der Wirtschaft, die verstanden haben, dass ohne gute Grundlagenforschung das Thema Innovation eben nichts wird. Diese Partner gibt es und deswegen fühlen Sie sich eingeladen, alle nochmal sie einzumischen, laut und deutlich unvernehmbar die Zeit, die uns bleibt, nochmal zu nutzen, um für das gemeinsame wissenschaftsbasierte Europa zu kämpfen. Dankeschön fürs Zuhören, Mitdiskutieren. Besonderen Dank an Sie, Herr Professor Bourguignon, fürs Dabeisein. Bis bald mal. Danke für die Einladung.